So, dann recht herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Bild bzw. der Test auf einem Rechner war erfolgreich. Ich schaue mal, dass drüben auf dem anderen Rechner das Bild auch da ist. Dann kann man sicher davon ausgehen, dass Sie ein Bild und Ton haben. Hier scheint es wieder zu haken. Also am Procaster oder an meinem PC liegt das nicht. Ah, jetzt ist das Bild da. Ist immer wieder die Technik mit Guidance. Guidance hat ja auch gestern schon mit den Kerzen dann ein bisschen Probleme gehabt. Okay, dann fangen wir an. Heute etwas verspätet, weil bei mir zu Hause Stromausfall war. 1,5 Stunden. Deswegen eben die Verspätung. Kommen wir eben zum DAX sofort. Schauen wir erstmal hier den Wochenchart an. Da gibt es jetzt hier eben die bullische Kerze. Zwar haben wir erst Mitte der Woche, eben Mittwoch, aber hier schaut es jetzt wirklich so aus, als wäre das hier ein, ja, kann man nicht direkt sagen, Fehlsignal, weil es ja, wie ich es schon gestern betont habe, hier ein temporäres Unterschreiten eines EMAs ist kein Verkaufssignal. Und hier wurde aber leider dann eben auf Tagesbasis das verletzt und deshalb wurde ja die Long-Position ausgestoppt. Aktuell kommt er jetzt nicht über die 9600 Punkte hinweg. Wenn man das hier im Stundenchart anschaut, das wurde ja leider gestern auch noch mal knapp ausgestoppt hier. Allerdings hier war eben auch der Schlusskurs unter dem. Das war jetzt hier nicht nur ein temporäres Unterschießen, sondern auch der 17:30 Close fand unter der Marke statt. Und wenn man jetzt hier sieht, das Kursziel lautete eben hier EMA 38. Dann sieht man, wie hier der Kurs wieder am EMA 38 hier an 2 Stunden Kerzen abprallt. Von der ja, Konstellation kann hier möglicherweise auch wieder eine Bewegung fertig sein, ja, Richtung Gap Close. Und dann könnte es hier weiter nach oben gehen, solange jetzt hier einfach der Kurs nicht über den EMA 38 wegbricht, wären sogar sehr, sehr spekulative Shorts möglich. Sehr enger Stopp. Allerdings ja, muss man das dann definitiv am Rechner verfolgen und vielleicht auch frühzeitig dann die Position drehen sogar. Und ja, dass sie halt nicht in den Stopp läuft. Beim Gold war die Situation so, direkt die Erholung gesehen oder vermutet. Dort gab es dann den perfekten Abpraller. Neues Verkaufssignal gab es hier nicht, weil dann eben nicht das letzte Tief unterschritten worden ist. Vermutet war es, dass es eben weiter nach unten geht, Richtung EMA 200. Und dann gab es jetzt hier einen Ausbruch über die Rainbow-Oberkante. Und aktuell, ja, tanzt er hier wieder auf der Oberkante rum. WTI und Brent sind weiter am Steigen, auch heute noch. Genauso hier eben Brent. Da gibt es noch nichts weiteres. Im Prinzip könnte hier noch ein Tief folgen. Allerdings hier werde ich dann, wenn dann im Tagesverlauf noch was vorstellen. Der Hang Seng Index konnte leicht ansteigen, also nicht so kräftig wie die US-Indizes. Und beim Nikkei hat ja gestern eine Kerze gefehlt. Und heute waren ganz klar auch steigende Kurse hier zu beobachten. Deshalb hier wird jetzt aktuell auch beim Gold und DAX nichts Neues aufgenommen. Wie gesagt, hier werde ich sehr engmaschig das auch verfolgen und gegebenenfalls sogar hier eine kleine Short-Position eingehen, aber mit einem sehr engen Stopp. Euro-Yen liegt hier leicht im Plus. Hier bleibt erstmal der Stopp hier unten, da will ich jetzt nicht unglücklich ausgestoppt werden, so wie beim DAX.
und bleibt erstmal so drinnen. Das ist weiter uninteressant. Australische Dollar, neuseeländische Dollar, der US-Dollar, kanadischer Dollar. Wartet man hier auf den Ausbruch? Aktuell muss man da jetzt, ist jetzt auch kein Handlungsbedarf, jedenfalls nicht im Stundenchart und auch nicht im Wochenchart. Und das Pfund gegen US-Dollar kann jetzt heute leicht wieder zulegen. Dynamik fehlt. Hier wäre was möglich. Sieht jetzt hier so aus wie gestern die US-Indizes. Die sind dann, als sie das Hoch hier rausgenommen haben, im Ende des Tages dann kräftig angestiegen. Also ja, ein sehr spekulatives, ja, ein sehr spekulativer Einstieg wäre hier denkbar. Lege ich mal einen Alarm hin und schau mal, wie dann die Strukturen sind. Das ist definitiv interessant. Silber hat jetzt hier zunächst ja diese Bewegung hier abgeliefert, aber mit dem Ausbruch hier auf das neue Hoch war dann das hinfällig. Ein schöner Einstieg scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein, wieder long reinzukommen. Allerdings scheitert der Silberpreis bislang eben an dem Vorgängerhoch. Ja, fast zwar exakt getroffen, aber ein Ausbruch kam noch nicht zustande. Und wenn, dann wäre in meinen Augen dann auch noch später ein Einstieg. Also der Ausbruch dürfte nicht nachhaltig erstmal sein. Und man kann dann auf die Strukturen achten und dann gegebenenfalls halt nochmal beim Rücklauf dann zugreifen. Das war's erstmal. Wie gesagt, es gibt jetzt hier alles nur im Stundenchart zu beobachten. Im Tageschart sind die Signale im Moment ja wenig handelbar. Danke fürs Zuhören und bis später.